Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, in den vergangenen Wochen werden immer wieder große Worte bemüht, um die Herausforderungen der Zeit zu beschreiben, und das völlig zu Recht mit Blick auf die Corona-Krise, mit Blick auf die Klimakatastrophe, mit Blick auf die Bundestagswahlen. Doch, und das müssen wir jetzt leider seit Beginn der Corona-Pandemie und der Corona-Krise in diesem Land erleben, entsprechen konsequente Taten durch diese Landesregierung. Die folgen leider zu selten. Mehr noch, die Landesregierung reagiert in dieser Pandemie sprunghaft, zu spät, zu wenig vorausschauend. Und dabei geht es auch bei der Corona-Bekämpfung jetzt um eine Richtungsentscheidung, wie wir durch diese Pandemie kommen. Denn die Pandemie ist nicht vorbei, auch die Landesregierung kann sie nicht einfach absagen, auch wenn manche Mitglieder der Landesregierung das sicherlich gerne tun würden. Das RKI empfiehlt mit Blick auf die nicht genau vorauszusehende Entwicklung, dass Basismaßnahmen bis ins nächste Frühjahr beibehalten werden müssen. Die eingeübten Grundregeln, die wir alle miteinander in den letzten Wochen, Monaten und ja leider schon mehr als anderthalb Jahren eingeübt haben, wie Hygieneregeln, Abstand halten, Masken und Lüften, das sollten wir auch weiterhin und dauerhaft beherzigen, gerade in Innenräumen oder im Nahverkehr. Und dann im ZDF-Sommerinterview, da hat der Ministerpräsident und Kanzlerkandidat in gewohnter rheinischer Leichtigkeit, es hätte noch einmal Jorte Jangen, verlautbaren lassen, dass er mit Blick auf Corona dann mal schauen wolle, wie es nach der Urlaubszeit und im Herbst denn so aussieht. Und das, sehr geehrte Damen und Herren, das ist genau diese Art von kurzsichtiger Blindflugpolitik, die wir seit Beginn der Pandemie von der Regierung Laschet erleben. Das ist weder vorausschauende Politik noch ein gutes Krisenmanagement. Das offenbart eine gefährliche Sorg- und Planlosigkeit. Und Herr Ministerpräsident, da überzeugt Ihr Fünf-Punkte-Plan, den Sie hier gerade vorgestellt haben, genauso wenig wie Ihr konkretes Regierungshandeln in Nordrhein-Westfalen. Denn schauen wir uns das noch mal konkret an. Die Planlosigkeit dieser Landesregierung, die Sprunghaftigkeit, zeigte sich doch mehr als deutlich einmal mehr Ende Juli, als Sie, Herr Minister Laumann, den gerade von der Regierung ausgerufenen Stufenplan schon wieder ad absurdum führten. Denn ganz offenbar war der Stufenplan der Landesregierung nur als eine Art Einbahnstraße gedacht, um Öffnungen zu ermöglichen, nicht aber, um auch Verschärfungen bei steigenden Inzidenzen umzusetzen. Das nenne ich sprunghaft und das nenne ich wenig verlässlich. Denn anders ist die Aussetzung der dritten Inzidenzstufe bei steigenden Zahlen doch auch nicht zu erklären. Ein Stufenplan, und das haben wir hier lange in diesem Haus gefordert, wir haben es lange miteinander diskutiert, Sie haben es lange abgelehnt, einen solchen Stufenplan vorzulegen. Aber wenn man dann einen Stufenplan vorlegt, dann kann er auch nur dann verlässlich und kommunikativ wirksam sein, wenn die Stufen auch eingehalten werden. Und ich frage Sie, Herr Ministerpräsident, was passiert denn jetzt nach dem 19. August? Worauf können sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen einstellen? Ist Ihr vorgestellter Fünf-Punkte-Plan jetzt ein Papier des CDU-Bundesvorsitzenden oder ist es eine abgestimmte Linie des NRW-Kabinetts? Und welche Halbwertszeit hat dieser Fünf-Punkte-Plan angesichts des sprunghaften Umgangs des Gesundheitsministers mit den eigenen Vorgaben des Stufenplans? Und mit Blick auf die steigenden Zahlen an geimpften Personen müssen auch die Instrumente der Pandemiebekämpfung angepasst werden. Ja, es ist richtig, dass neben der 7-Tage-Inzidenz auch weitere Indikatoren zur Bewertung des Pandemiegeschehens herangezogen werden müssen, wie beispielsweise die Impfquote oder eben auch die Hospitalisierungsrate. Dazu muss die MPK jetzt tatsächlich auch konkrete und wissenschaftsbasierte Vorschläge vorlegen, und daran angepasst muss die Landesregierung dann ihren Stufenplan überarbeiten, statt die dritte Inzidenzstufe einfach wegzulassen und für neue Unsicherheit und Verunsicherung in der Bevölkerung zu sorgen, muss die Landesregierung schnellstmöglich eine grundlegende Überarbeitung vorlegen. Das Prinzip Glaube und Hoffnung, es möge mit fortschreitender Impfung der Bevölkerung schon nicht so schlimm kommen, darf nicht zur Handlungsmaxime der Regierung und allen voran des Ministerpräsidenten werden. Denn eins ist doch klar, die Pandemiebekämpfung kennt keine rheinische Lösung. Trotzdem, und das will ich noch mal sehr deutlich betonen, Kollege Kutschaty hat auch darauf hingewiesen, die Inzidenzen bleiben ein entscheidendes Mittel der Früherkennung in der Pandemieentwicklung. Wenn wir auf die Mutation, wenn wir auf die steigenden Infektionszahlen schauen, dann ist es wichtig, hier auch die Inzidenzen im Blick zu behalten und sie dann durch weitere Parameter zu ergänzen. Aber allein auf die Hospitalisierungsrate zu schauen, das wäre verkürzt, denn es verstellt den Blick für frühzeitiges Eingreifen mit milderen Mitteln, die aber wirksam vor einer erneuten, vor allem erneuten Anstieg schwerer Krankheitsverläufe schützen können. Sehr geehrte Damen und Herren, mit einigem Erstaunen durften wir ja zur Kenntnis nehmen, dass der stellvertretende Ministerpräsident offenbar eine andere Vorstellung in der Pandemiebekämpfung hegt. Nach englischem Vorbild, wie er selber sagt,
bringt Joachim Stamp einen Tag der Freiheit in die Debatte. Mal wieder konnte es nicht kleiner gehen in der öffentlichen Kommunikation. Aber statt Herr Minister Stamp auf den Spuren von Boris Johnson zu wandeln und einmal mehr auf plakative Effekthascherei und Schlagzeilen zu setzen, brauchen wir ein Konzept, was die ganze Gesellschaft in den Blick nimmt und nicht politische Verantwortung auf den Einzelnen abwälzt. Und immer wieder ist durch diese Landesregierung doch postuliert worden, dass Kinder und Jugendliche in der Pandemiebekämpfung Priorität haben sollen. Und ganz ehrlich, da mutet es doch einfach absurd an, wenn Sie, Herr Minister Stamp, an die Eigenverantwortung der Menschen appellieren und dabei wieder jene aus dem Blick verlieren, die sich eben nicht selber und eigenverantwortlich schützen können, nämlich die Kinder. Die sind jetzt auf die Solidarität der Gesellschaft und auf die Solidarität der Erwachsenen angewiesen. Und darauf muss die Landesregierung auch Antworten liefern. Und heute Morgen lese ich dann in der WAZ, dass der FDP-Fraktionsvorsitzende dem Ministerpräsidenten und seinem Fünf-Punkte-Plan offen widerspricht. Während Sie, Herr Laschet, für eine Verlängerung der epidemischen Lage eintreten, ist die FDP-Landtagsfraktion, also Ihr Koalitionspartner, strikt dagegen. Sie haben jetzt gerade gesagt, ja, das kann ja mal vorkommen in einer Regierung, dass man da unterschiedlicher Auffassung ist. Aber Herr Laschet, ich frage Sie schon, was ist denn nun die Linie dieser Landesregierung? Ist es Ihr im CDU-Bundespräsidium vorgestellter Fünf-Punkte-Plan oder der Tag der Freiheit Ihres Koalitionspartners? Hat diese Landesregierung überhaupt noch eine gemeinsame Linie oder wird das jetzt miteinander in öffentlichen Verlautbarungen ausdiskutiert? Diese Frage müssen Sie beantworten. Diese Frage haben Sie hier noch nicht beantwortet, Herr Laschet. Sehr geehrte Damen und Herren, die Zahlen in diesem Sommer haben uns allen wieder mehr Möglichkeiten beschert. Umso wichtiger ist es aber, jetzt wachsam zu sein, damit wir im Herbst und Winter keine drastischen Einschränkungen erleben müssen, damit es keinen Lockdown gibt, damit das Versprechen, was der Ministerpräsident hier abgegeben hat, auch tatsächlich Wirklichkeit wird. Dazu müssen jetzt konkrete Maßnahmen vorgelegt werden. Und ja, der wichtigste Faktor in der Pandemiebekämpfung ist und bleibt das Impfen. Doch mittlerweile hat die Impfbereitschaft und damit der Fortschritt der Impfkampagne stark nachgelassen. Jetzt gilt es weiter auf einfach zugängliche Impfangebote zu setzen. Ja, Herr Ministerpräsident, Impfappelle sind gut und schön, aber wichtig ist, dass der Impfstoff jetzt zu den Menschen kommt. Diejenigen, die wir aus Behäbigkeit vielleicht noch nicht erreicht haben, für die aber vielleicht auch die Terminvergabe eine Hürde dargestellt hat oder die vielleicht eine Ansprache in einem vertrauten Umfeld brauchen, weil sie Unsicherheiten haben, weil sie sprachliche Unsicherheiten haben, weil sie Nachfragen haben. Diese Menschen erreichen wir am besten durch aufsuchende Angebote. Und es ist richtig und gut, dass nun auch 12- bis 17-Jährige ein Impfangebot erhalten. Impfungen für unter 16-Jährige können aber immer nur ergänzend und freiwillig sein. Die Landesregierung ist jetzt aufgefordert, klare und verständliche Informationen und Aufklärungen für Eltern und Jugendliche bereitzustellen. Und zentral bleibt aber, dass vor allem Erwachsene sich jetzt impfen lassen müssen, auch um eine Art Schutzkokon, um diejenigen zu bilden, die eben nicht geimpft werden können. Denn für Kinder unter 12 Jahren gibt es weiterhin keinen zugelassenen Impfstoff. Deswegen sind wir als Erwachsene in der Verantwortung, diesen Schutz für sie mit zu übernehmen und sich impfen zu lassen. Und genau in dieser Phase der Pandemie werden Überlegungen lauter, die aufgebaute Infrastruktur zurückzufahren, beispielsweise die Impfzentren komplett zu schließen. Was sich erstmal nachvollziehbar und ökonomisch sinnvoll anhört, kann aber zu einem Schnellschuss werden, der nach hinten losgeht. Denn wir werden auch weiter eine öffentliche Infrastruktur zur Unterstützung der Impfkampagne brauchen. Nicht zuletzt müssen die Auffrischungsimpfungen jetzt geplant und vorbereitet werden. Und das Land darf die Kommunen und Ärzte mit dieser Aufgabe nicht allein lassen. Und der Deutsche Städtetag hat ja richtigerweise mit Blick auf die heutige MPK darauf hingewiesen und seine Erwartung deutlich gemacht, dass es jetzt Planungssicherheit braucht, wie diese Konzepte und wie die Dritte- und Auffrischungsimpfungen gemacht werden sollen. Dass es Konzepte braucht, aber auch klare Aussagen zur Finanzierung. Und auch die aufgebaute Testinfrastruktur, auch die werden wir weiter brauchen. Nordrhein-Westfalen war in den letzten Wochen beim Testen gut aufgestellt. Dieses Instrument des breiten Testens dürfen wir jetzt aber nicht leichtfertig aus der Hand geben. Wir brauchen besonders jetzt nach der Urlaubszeit und mit Blick auf die Mutationen weiter einen Überblick über das tatsächliche Infektionsgeschehen. Alternative Frühwarnsysteme, und ehrlich gesagt, Herr Gesundheitsminister, da verstehe ich Ihre ablehnende Haltung nicht. Alternative Frühwarnsysteme wie das Abwassermonitoring wurden bisher von dieser Landesregierung nicht eingeführt. Warum wurden sie bisher nicht eingeführt? Herr Ministerpräsident, Herr Gesundheitsminister, warum sperren Sie sich gegen dieses zusätzliche und international in Studien erfolgreich erprobte Instrument der Früherkennung? Da fehlt mir das Verständnis für. Warum wird das nicht ausgerollt? Denn immer wieder ist in der Pandemie
doch darauf hingewiesen worden seitens der Wissenschaft, dass mehr getan werden muss, um über das Virus und dessen Verbreitungswege herauszufinden. Und gerade jetzt dürfen wir nicht riskieren, den Überblick über das Infektionsgeschehen und den Überblick über mögliche Mutationen zu verlieren. Und genau deswegen sind Abwassermonitoring, regelmäßige Testungen auch am Arbeitsplatz. Können wir nicht alles allein auf die Kinder und Jugendlichen in den Schulen abschieben? Also auch am Arbeitsplatz oder in der Schule und breit angelegte wissenschaftlich begleitete Teststrategien zur intensiven Beobachtung der Pandemie erforderlich. Wir brauchen ein breit aufgestelltes Monitoring, um eben auch mögliche Impfdurchbrüche schnell erkennen zu können. Und dafür brauchen wir auch weiterhin eine funktionierende Testinfrastruktur. Und dazu gehört jedenfalls derzeit auch noch das Angebot kostenloser Tests, damit die Menschen sich tatsächlich auch weiter testen lassen. Und sehr geehrte Damen und Herren, das Thema Schule wird uns natürlich auch in diesem Schuljahr wieder begleiten. Land auf, Land ab schauen Eltern, Lehrkräfte, Schüler und Schülerinnen mit Sorge auf den Schulstart in der nächsten Woche. Und einige dieser Sorgen hätte Frau Ministerin Gebauer den Menschen nehmen können, mit einer guten Vorbereitung auf das neue Schuljahr. Aber auch das ist wieder nicht passiert. Es wiederholt sich das Trauerspiel aus dem letzten Schuljahr, und die Leidtragenden dessen sind einmal mehr die Schülerinnen und Schüler. Förderprogramme und Richtlinien, wir kennen das leider aus dem letzten Jahr, kommen wieder in den Sommerferien oder sie liegen noch gar nicht vor, wie zum Beispiel bei der Umsetzung des Aufholprogramms des Bundes. Groß angekündigt, Förderrichtlinie liegt nicht vor, also kann auch noch nicht wirklich viel für die Schülerinnen und Schüler umgesetzt werden. Und bei der Förderung der Luftfilter verschanzte sich das Schulministerium, auch die Kommunalministerin, ja erst hinter dem Umweltbundesamt, die, als sie noch davon sprachen, dass sie das alles gar nicht befürworten würden, längst sehr viel differenzierter argumentierten und damit haben sie wertvolle Zeit vertan. Denn ehrlicherweise muss man jetzt auch sagen, das müssen Sie auch ganz ehrlich den Eltern, den Lehrerinnen und Lehrern, den Schülerinnen und Schülern sagen, Luftfilter wird es vor Herbst oder gar Winter in Nordrhein-Westfalen in der Flächendeckung nicht geben. Denn die müssen ja auch noch ausgeschrieben und bestellt werden. Das hat diese Landesregierung einmal mehr verschlafen. Und es stellt sich die Frage, warum das wieder nicht vorbereitet wurde. Das Ende der Sommerferien ist doch nun wirklich nichts Überraschendes. Denn Schulen sicher zu machen, das ist doch die Voraussetzung für den Präsenzunterricht, den wir alle wollen, den vor allem Kinder und Jugendliche brauchen. Denn es geht doch nicht nur darum, die Frage von Lernrückständen aufzuholen. Es geht auch um die Frage von sozialem Zusammensein. Und deshalb wäre es jetzt nach den Sommerferien noch angezeigt, nicht nur zweimal die Woche zu testen, sondern täglich, um mögliche Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen auch durch Reiserückkehrer frühzeitig zu erkennen und reagieren zu können. Und Herr Ministerpräsident Laschet, Ihr Amtskollege Weil aus Niedersachsen hat das für sein Land angekündigt, auch und gerade als Reaktion auf steigende Infektionen unter Jüngeren und die geringe Impfquote bei Kindern und Jugendlichen. Ich finde, Herr Laschet, Sie könnten sich diese Forderung für Ihren Fünf-Punkte-Plan auch zu eigen machen, denn über allem sollte doch stehen, dass die MPK und auch diese Landesregierung jetzt tatsächlich die jüngere Generation in den Mittelpunkt ihrer Politik und nicht nur wohlfeiler Sonntagsreden stellt. Und genau dieses zentrale Signal, es geht jetzt um Solidarität mit jungen Menschen. Dieses zentrale Signal erwarte ich heute von der MPK und das erwarte ich auch von Ihnen, Herr Ministerpräsident. Die vielen Belastungen, die Kinder und Jugendliche schultern mussten, müssen nun so gut wie möglich aufgefangen und aufgearbeitet werden. Rückstände sind eben nicht nur Lernrückstände. Es geht hier auch um Entwicklungs- und Erfahrungsrückstände. Auch das neue Schuljahr wird ein Schuljahr unter Corona-Bedingungen sein. Das muss die Schulministerin auch endlich mal zur Kenntnis nehmen. Es reicht doch nicht aus, eine größtmögliche Normalität zu formulieren. Entscheidend wäre doch anzuerkennen, dass es nach anderthalb Jahren Pandemie mit Distanzunterricht, mit Wechselunterricht, mit großen Unsicherheiten doch kein einfaches Zurück zur Normalität geben kann. Gerade die Kinder, Jugendlichen und Familien, für die letzten Monate besonders schwierig waren, brauchen jetzt ein Netzwerk individueller Hilfen. Schulen brauchen auch die pädagogische Freiheit, um bis zu den Herbstferien ihren Schulalltag so zu gestalten, wie die Schülerinnen und Schüler es nach dieser schwierigen Zeit brauchen und wie sie aufgefangen werden können mit den Bedarfen, die sie im Bereich von Bildung, aber auch im Bereich der emotionalen Verarbeitung haben. Und diese Landesregierung braucht auch endlich die Sensibilität, junge Menschen als ganzheitliche Persönlichkeiten anzuerkennen und nicht nur als Schülerinnen und Schüler zu betrachten. Sie sind nicht zuletzt Expertinnen und Experten in eigener Sache. Die Landesregierung täte gut daran, endlich mal auf diese Expertenmeinung zu hören und diese Expertenmeinungen auch einzubeziehen. Deshalb fordern wir die Landesregierung auf,
Machen Sie einen Kinder- und Jugendgipfel, und zwar mit jungen Menschen, nicht nur über junge Menschen. Das sind junge Menschen nämlich in den letzten Jahren leider zu sehr gewohnt. Und das ist etwas, was Sie enttäuscht von Politik. Reden Sie mit den Kindern und Jugendlichen, machen Sie einen Kinder- und Jugendgipfel und machen Sie Kinder und Jugendliche endlich zur Priorität Ihres Regierungshandelns, vor allem auch der Herr Ministerpräsident, machen Sie es zur Chefsache. Denn es geht um eine Richtungsentscheidung. Wie geht es weiter in dieser Pandemie? Und vor allem ist die Frage des Umgangs mit der Pandemie auch eine Frage von Generationengerechtigkeit. Und sehr geehrte Damen und Herren, wir dürfen für unsere Kinder und Jugendlichen nicht die falsche Richtung einschlagen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Paul. Für die FDP-Fraktion spricht